Das ist ja mal klasse, dass sie vertonte Zwischenladesequenztexte haben. Das finde ich super. Basti, findest du das auch gut? Ja, das ist mega, Dennis. Das ist voll klasse. Da hatten sie offensichtlich zu viele Synchronleute da und haben gesagt, hier, lies mal auch noch die Texte da in dem Ladebildschirm vor. Komm, ja, das ist sowieso krass. Also es ist ja, ich glaube, alles vertont. Alles vertont. Ja, selbst die Optioneneinstellungen sind vertont. Grafik hoch, Grafik sehr hoch. Das liest ja alles einer vor. Nee, das natürlich nicht. Ja, Basti und ich spielen heute Spellforce 3 Multiplayer, allerdings im Koop gegen die KI. Wir probieren das jetzt mal zu zweit gegen zwei leichte KIs. Die sind allerdings zufällig, wir wissen nicht, wer das ist. Wir spielen die Menschen und ich spiele die Menschen und Basti spielt die Elfen. Ja. Ich in Blau und Basti in Grün. So, laden tut das Spiel relativ lange, ist mir schon aufgefallen. Also auch bei der Kampagne, so die Mission, das dauert schon immer mal eine Minute oder so. Aber dann ist es ja auch sehr hübsch. Also ist das schon okay. Ja, das stimmt. Dann ist es echt sehr hübsch. Und so hat man ja auch noch ein bisschen Zeit, Begrüßungsgelaber zu machen. Ist ja auch ganz angenehm. Jetzt könnte es aber vorbei sein. Langsam, aber sicher. Bei mir bewegt sich der Ladebildschirm übrigens, der Ladebalken nicht mehr. Aber Also es wird später ein bisschen schneller bei manchen Sachen, das Laden. Du meinst später in der Kampagne? Ja, sonst würde man nämlich einen Knall kriegen. Ja, das glaube ich. Also ich bin ja bei der Kampagne zu diesem Zeitpunkt gerade mal mit dem Prolog durch. Basti hat schon ein paar Stunden länger gespielt, aber wir sind beide noch am Anfang. Ich wollte gerade sagen, ich bin aber auch erst kurz nach dem Prolog. Ja. Das heißt was. So, eure erste Basis. Ja, ich weiß grob, wie das geht, danke. Warte mal, lasst die Kamera rotieren, indem ihr Steuerung mit Maustaste, ja, okay, bla bla bla, bestätigen könnt ihr rein und rauszoomen, das weiß ich, okay. Danke, so, dann starten wir mal. Wir haben hier so einen Götterstein, das ist schon mal gut, da könnte man sich dann gleich mal den ersten Deppen beschwören. Was nimmst denn du als erstes? Ich hab gerade überlegt, von mir aus geht erstmal in den Götterstein rein. Nekromant, Bogenmeister, Okkultist, Elementarist, Kommandant und Priester. Ich würde erstmal den Bogenmeister nehmen, also einen Fernkämpfer, glaube ich. So, nee, dann hole ich mir einen Tank erstmal. Mach das. Ich starte mal mit der ersten Holzfällerhütte durch. Hier sind 216 Holz, das müsste eigentlich erstmal ganz okay sein. Baut mal, Kinder. So, mein Held ist ready. Ready zum Rumblen. Soll er mal... Wo ist er denn jetzt? Steht er jetzt da schon irgendwo? Ja, da ist er ja. Der versteckt sich zwischen Palmen. Gottsteine, ja. Kann man auch diese Tipps irgendwie wegklicken? Ja, danke. Mann, so. Labert mich nicht voll, ey, Kinders. So, eine Holzfällerhütte ist errichtet. Die ist auch sofort benannt. Aha, ich sehe gerade dies. Sind aber anders als in der Kampagne, die Skills. Die Skills sind anders? Ja, das kann ja sein. Ich habe hier kein Wasser in der Nähe, also kann ich keinen Fischer bauen. Ich kann aber einen Jäger bauen. Einfach mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen ein paar Tiere uns schnappen. Und dann bräuchte ich eine Kaserne. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen mehr Holz. Oder ich lasse das erstmal mit der Kaserne und baue erstmal ein paar Soldaten. Baue erstmal zwei, drei Soldaten und gehe mal ein bisschen auf Erkundungstour, weil gerade am Anfang kann man ja dann doch auch ein bisschen was finden, so, was in der Welt rumliegt. Du bist hier südlich von mir, hast deine süßen Elfengebäude, die sehen natürlich viel schnuckliger aus als meine dreckigen Menschenbehausungen. Ja, also die Grafik an sich ist ja sowieso, finde ich, sehr schön. Sehr gelungen, ja. Finde ich auch. Also es ist mit eines der schönsten Strategiespiele, die ich so kenne. Ja. Und das dann von einem deutschen Studio, das ist schon immer schön, dass sowas dann auch mal von hier kommt. Ja, das stimmt. Da kann ich dir nur zustimmen. Obwohl ich auch sagen muss, dass die Grafik wäre mir gar nicht so wichtig gewesen. Aber ich bin total begeistert. Ich hätte so gut, hätte ich es nicht erwartet. Aber ich bin ja großer Spellforce-Fan. Ja, das wäre mir shit egal gewesen. Wer ist das nicht, Basti? Wer ist das nicht?
So, ich muss jetzt mal kurz meinen Helden hier aufleveln, den ersten Punkte vergeben. Fügt am einzelnen Ziel großen Schaden zu. Nächste Stufe, mattsetzender Schuss. Was kann er noch? Heilt und reinigt, verschafft schnellere Fokusregeneration. Nö, wir machen erstmal hier das und das. So. Aha. Aha. Also wie viele hast du in einem Trupp? Was meinst du? Die Einheiten hier, die werden doch in Trupps gebaut. Drei. Nicht eine Einheit. Drei. Hast du da? Drei sind immer in einem. Okay, ich habe weniger tatsächlich. Du hast nur zwei, ich oder? Ich nur zwei. Das ist ja tragisch. So, ich baue mir jetzt zwei Nahkampftrupps und zwei Fernkampftrupps und dann ziehe ich mal los und gucke mir mal die Umgebung hier an. Erober mir mal die ersten Sektoren, damit ich ein bisschen mehr bauen kann. Weil gerade nahrungstechnisch sieht es ein bisschen scheiße aus hier, da wo ich gerade sitze. Ich habe zum Beispiel keinen Fluss in der Nähe. Ich habe gesehen, du bist ja direkt am Wasser. Bist ja nah am Wasser gebaut. Ja, aber da habe ich keine Fische drin. Da sind keine Fische drin. Ich sehe doch aber Krabben da. Ist doch... Bist du dir zu fein, Krabben zu essen oder was? Spinnen! Spinnen! Bäh! Pfui, Spinne. Ah, oh, okay, die sind aber machen meine mehr Schaden als die Anfangsdinger. Die sind aber gar nicht so schwach, die Spinnen, habe ich das Gefühl. Verstärkt eure Gebäude, bla bla bla, das kann ich machen. Stadtzentrum aufleveln kann ich nicht machen, weil ich keinen Stein habe. Aber ich kann einen Steinbruch bauen. Kann ich Steinbruch bauen? Da. Hier gibt es 700 Stein, dann bauen wir doch da einen Steinbruch und gucken mal, dass das vernünftig läuft. Jetzt hat das Stadtzentrum, es sind keine freien Arbeiter mehr. Naja, dann ist das jetzt so. So, gleich sind die Jungs fertig. Du kommst klar mit deinen Spinnen oder was? Sieht ja eher... Ja, ich habe nur tatsächlich keine Fische. Du hast keine Fische, das ist traurig. Ach, deine sexy Ellenbogenschützen, Schützen, wie auch immer, welches Geschlecht die haben, weiß man nicht. Das sind Elben oder Elfen. Das ist ja auch egal. Die sehen ja alle gleich aus. Ich bin ein Elfenrassist. Oh oh. Alle sehen gleich aus. Sind die jetzt hier mal fertig bald? 85. Es dauert ganz schön lange, bis mal so eine Einheit gebaut ist. Meine Güte. Beeilen Sie sich. So. Vergeuden wir keine Zeit. Ich guck mich erstmal hier nach Norden um. Weil nach Süden weiß ich ja ungefähr, was da ist, nämlich du. Ein guter Pfad. Ich weiß auch, wo die Gegner sind, nämlich irgendwie um Osten. Expansion. Ja. Alles klar. So, jetzt muss ich nur einen Sektor finden, den ich erobern kann. Oh. Da ist eine Medusa-Pfählerin. Das klingt sehr, sehr so, als könnte ich die problemlos besiegen. Scheiße, das sind ganz viele. Oh Gott, habe ich sie alle gepult? Ich habe sie alle gepult. Shit, Mann. Alter, oh, die sind zu stark. Aus. Ich habe das Gefühl, die sind zu stark. Soll ich dir helfen? Nein, das passt schon. Kümmer dich um deinen Scheiß. Nein, Quatsch. Du hast da unten auch Gegner, ich sehe es doch auf der Map. Ja, wieder Spinnen. Ja, okay. Ich glaube, meine Heldengruppe hat eine neue Stufe erreicht. Das ist der richtige Moment, um mich zurückzuziehen. So, dann gucke ich mich mal hier um, ob es hier noch mehr interessante Sachen gibt. Arbeitet mein Steinbruch schon? Nein, weil nicht genügend Leute am Start sind. Dann schicke ich mal noch ein paar mehr Arbeiter in den Stonebruch. Quarry heißt das, ich weiß. Stonebreak. Ich baue mal noch ein paar Soldaten nach. Denn ich werde Soldaten verlieren. Hat man ja gerade schon gesehen. Einverstanden. Hier ist ein... Oh, das sieht so aus, als wäre hier auch schon wieder irgendein... Hier sind irgendwelche komischen... Das wird einfach. Ghule oder sowas. Was ist das hier? Verwester Bogenschütze. Oh ja, ich habe auch gerade Untote. Oh, ich kann ja meinen Charakter noch ein bisschen aufleveln. Der braucht mehr Geschicklichkeit, denn er ist schließlich ein Bogenschütze. Oh, hier kommen jetzt auch gleichzeitig noch Lindwürmer. Ach komm. So viel Schaden macht das noch auch nicht, meine Spezialattacke.
Eher so mittel. Ja komm, den Lindwurm nehme ich noch mit. Und dann entscheide ich mich, mich zurückzuziehen, weil hier am Rand der Karte die Gegner doch noch ein bisschen stark sind. So. Oh, ich bin schon wieder im Level aufgestiegen. Daran erkennt man, dass die Gegner zu stark sind, wenn ich immer nur einen Gegner besiege und gleich im Level aufsteige. Heilung skillen wir. Okay. So. Okay, zurück zur Base. Back to base, man. Back to base. Dann sammle ich da neue Leute ein. Stimmt, teleportieren konnte man ja auch noch. Mit dem Götterstein. Und einkaufen kann ich auch noch, ne? Beim Händler. Habe ich denn schon Geld? Weiß ich gar nicht. Befehle? Wo sehe ich denn, was für Geld... Ach, hier beim Charakterbildschirm. Oh, du hast einen Sektor erobert. Glückwunsch. Ich habe noch keinen Sektor erobert. Ich bin fleißig. Da hast du was richtig gemacht. Okay, dann geh ich jetzt mal. Oh, hier ist eine Ruine oder sowas. Oh, oh, ich habe Angst. Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Und schau mal, ob ich nicht auch mal einen Sektor erobern kann. Oh, böse Gegner. Gut. Okay, hier geht's irgendwie nicht so richtig lang. Hier ist der Fluss, der auch zu dir dann läuft. Oder der Bach ist es ja eher. Einverstanden. Okay, hier sind Gegner. Untote. Das soll eine Herausforderung sein. Wo ist mein Held? Was gibt's? Ach so, der ist gleich mitgekommen. Gar nicht gemerkt. Naja, soll ich. Kann ich alles merken. Zack. Oh, das war jetzt aber gegen den Untoten, war das eine ganz gute Attacke. Achso, und heilen kann ich mich nur selber mit dem Helden. Okay. Dann weiß ich Bescheid. So, reicht das jetzt hier für... Oh, da sind noch mehr. Oh, ich habe Gold gefunden. Cool. Mein erstes Gold. Und wieder ein Level up. Sehr nett. Ja, das wird uns helfen. So, mein erster Sektor. Yes! So muss das aussehen. That's what I'm talking about, man. So, ich werde mal mein Stadtzentrum upgraden. Weil es gerade so, weil es gerade mal geht, weil ich genug Ressourcen habe. Mach das mal. Mein oh, das ist nicht der Robert. Mein erster Außenposten. So, genau, wir liefern, die liefern sich Ressourcen und so, bla bla bla, ups. Grenzposten. Wow. Ich würde jetzt sagen... Okay. Hilfe! Hier gibt's Wasser, ist das... Lindwürmer, nee. Große Lindwürmer. Ja, die habe ich auch schon entdeckt. Hier gibt's, das ist kein normales Wasser, also hier kann ich keine... Sie Fischung rösten meine Truppen. Jagdhütte. Bauen wir hier noch eine Jagdhütte. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Dingens rein. Also richtig viele Arbeiter habe ich jetzt hier nicht an den Posten. Da muss ich also erstmal... Stellt weitere Arbeiter zur Verfügung. Plus 5. Gut, dann muss ich das dann auch erstmal machen. Vergeuden wir keine Zeit. Hier oben ist eine Kiste. Dann hole ich mir die erstmal. Oh, hier sind auch Gegner. Ich hoffe, die schaffe ich. Sind ja nur 2. Sollte eigentlich möglich sein. Wenn ich dann noch perfekt meine Spezialattacke einsetze, dann ist der erste schon tot. Und der zweite kriegt noch ein paar brennende Fackeln auf den Kopf und dann ist der auch tot. Sehr schön. Gold eingesammelt. Nochmal Gold eingesammelt. Jetzt werde ich gleich shoppen gehen, du. Das sag ich dir. Das wird super. So, ist hier noch irgendwas? Kommt man hier hoch? Nö, ist alles Deko. Alles nur Deko-Ruinen hier. Das da unten, was war das mit diesen komischen, hässlichen Medusen? Weißt du, was dieses blaue Zeug ist? Diese blaue Ressource? Welche? Hier bei meinem Außenposten. Kann ich dir irgendwie auf der Map... Zeige Questmarkierung, zeige Einheiten. Ich kann auf der Karte keine Sachen markieren, oder? Also hier am Rand der Karte, da ist so blauer Teich. Bei meinem Außenposten. Das müsste... Entweder das ist deine Ressource oder meine, ich weiß es jetzt nicht.
Ist das Arya-Wasser? Arya-Wasser, genau, das ist so blaues Zeug. Ja, genau, ja. Das ist dritte Stufe, so eine super Zauberressource oder was das ist. Dann baue ich jetzt mal hier einen Bauernhof, oder? Ich baue einen Bauernhof an meiner Hauptbase. Da habe ich, glaube ich, auch noch Platz. So. Bauernhof. Bauernhof gebaut. Ich kann einen zweiten Helden herbeirufen. Das könnte man mal machen. Ich bräuchte mal einen Damage-Dealer irgendwie. Wirkungsbereich Schaden. Kann nur wenig Schaden wegstecken. Kann mittelschweren Schaden wegstecken. Ruft Untote herbei. Kann sehr viel Schaden. Oder ich nehme einen geilen Dingens hier. Einen Tank. Ich nehme einen geilen Tank, Mann. Tanke mal richtig. Thank you, man. Thank you. So, dann latsche ich mal zurück und gehe mal kurz in den Shop. Gucken wir mal an, was der so zu verkaufen hat. Vielleicht hat er ja was Schönes. Oder ich gehe mal mit dem Helden dahin. Oh, ich kann beide Helden mal upgraden. Der kriegt noch einen Geschicklichkeitspunkt. Und mein Kommandant bekommt... erhöht die Widerstandskräfte... Ja, so eine Aura ist doch was Feines. Und was hat er noch? Wird bei Verwendung einer Nahkampfwaffe um Auto-Attack-Schaden wird erhöht. Ja, das machen wir noch. Dann noch Konstitution, dann kriegt er noch Stärke und dann ist der super, der Typ. Super gut. So, gehen wir mal zum Shop. Guck mal, was der hat. Das Einzige, was ich mir leisten kann, nee, was ich schon benutzen kann, mit meinen Fähigkeiten sind diese Dolche. Aber das bringt mir nichts, weil ich Bogenschütze bin. Und der Typ hier, der kann benutzen in Blut getränkte Panzerung. Ist jetzt auch nicht besser als meine. Ja. Na gut, also einkaufen ist eher nichts. Ich bin bereit. Schade. Ich kann meine Rucksäcke aufrüsten, dass die Leute mehr tragen können, meine Arbeiter. Das machen wir. Tiaras Segen, Kommandant. Und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Dass ich vielleicht noch einen Sektor einnehme. Auch noch einen zweiten. Da habe ich so viele wie du. Oh, ich habe noch einen Fähigkeitenpunkt, den ich nicht ausgegeben habe. Ah, machen wir noch die Aura. Die unterstützt ja auch. Oh, hier sind gar keine Gegner. Auch doch, da sind ja Spinnen, aber ist egal. Kann auch erstmal den Sektor einnehmen und dann die Spinnen besiegen. Die sitzen auf der falschen Seite vom Sektor, um den zu verteidigen. Deppen. Totale Deppenspinnen. Der Außenposten wurde errichtet. So, jetzt. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Ruf auf die Spinnen, ja. So, welche Fähigkeiten hat der? Der kann sich selbst stärken. Schaltet sie aus. Ja, okay, das ist ja easy. Die Spinnen, die machen ja... sind ja überhaupt kein Problem hier. Das soll eine Herausforderung sein? Das soll eine Herausforderung sein. Man kriegt aber relativ viel Gold, so. Immer mal hier 500, da 250. Ja, das stimmt. Also ich habe mich schon gewundert, warum die Preise im Shop alle so relativ hoch sind. Also 3000 und 5000 und so. Aber wenn man hier mal 400, mal 500, mal 250 bekommt. Also das Spiel hat ganz schöne Inflation. Das sind ja fast schon so Geldwerte wie in Japan oder so. Zehntausende Yen sind gerade mal ein paar Euro. Matt setzender Schuss. Ich würde mein Auge des Todes noch ein bisschen aufleveln. Das finde ich ganz schön. Man steigt doch relativ schnell hier in den Leveln auf. Am Anfang zumindest. Ich brauche eigentlich mehr Holz. Das heißt, vielleicht sollte ich mal einen Holzfäller hier noch bauen. 51, 84... ist aber nicht so viel. Hier ist ein bisschen mehr Holz. So. Wir werden angegriffen. Oh, wir werden angegriffen. Scheiße. Bist du auch angegriffen?
werde angegriffen von bösen, bösen Dingern. Menschen. Menschendinger. Dann baue ich mal schnell noch neue Soldaten. Oh, oh, oh. Das ist ja gar nicht gut. Ich habe sie aber zurückgeschlagen. So, ja, ich auch. Den ersten Angriff habe ich abgewehrt. Meine Kollegen sind wieder aufgestiegen. Sehr gut, aber glücklich bin ich trotzdem nicht, weil die greifen immer noch meine Hauptbase an. Wie sieht es mit meinem Bauernhof aus? Der läuft. Ist gut. Ich brauche mal eine Kaserne jetzt. Hast du schon eine Kaserne gebaut? Nein. Okay. Ich glaube, ich baue jetzt mal eine. Habe ich erst um Ressourcen gekümmert. Ja, ich auch, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist es mal Zeit. Auch mal vielleicht so als vorgeschobene Basis. Kann ich die hier irgendwo? Nee, das sind Wege, da darf ich nicht bauen. Hier darf ich aber. So, baut mal da und wie sieht's mit Holz aus? Die Holzfällerhütte, die sind noch am Abernten von dem Holz. Soll ich dir mal, helfen da unten? Ich stehe direkt daneben, fällt mir gerade auf. Ich kann doch einfach mal hinlaufen. Derweil auf dem Weg kann ich meine Nekromant ist das. Helden nochmal aufleveln. Der ist ja wieder tot. So. Kommen Sie mal her, Sie Schwein. Ich werde tun, wie geheißen. Feuer! So, ich kille Zivilisten. Das macht Spaß. Achtung, Gegner hinter dir. Au! Au! Macht euch bereit! Okay, alle auf den Helden. Was ist das? So, Gottstein verbinden. Ich ein Gebäude wurde errichtet. Verbinde mal meine beiden Göttersteine miteinander. Einfach um es mal zu zeigen. Das kann ich nämlich hier durchlatschen. Wusch, 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 wusch. Und schon ist meine Armee weg. Tschüssi. Und jetzt ist es deiner. Ich hoffe, meine Armee ist noch angekommen. Ja. Nicht wie bei Stargate. So wird mittendrin, mitten im Transfer abgebrochen. Und dann sitze ich da. Oh, sieht das gut aus. Oh. Oh, hier hinten. Ja, das ist ja wirklich schick. Diese Ruinen. Das sieht so ein bisschen aztekenmäßig aus. Und dann mit den Wasserflüssen da draus. Sehr, guck mal sehr bei nice. Mir da, wo wir gerade gekämpft haben. Ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es ja, diesen Staudamm da, diesen Aztekenstaudamm. Und da unten sind Gegner, ne? Du kannst da unten hin, da sind Nager. Ja, hier oben sind auch Gegner, hier sind Lindwürmer, direkt neben dir. Muss mal aufpassen. So. Soll ich hier, wo ich, da habe ich den Außenposten eingenommen, soll ich den zum Schrein ausbauen oder zum Grenzposten? Also Schrein ist Verteidigung. Was ist Grenzposten dagegen? Ja, das ist so das Normale, dass ich da okay. Arbeiter haben kann. Ja, mach doch Verteidigung. Ich meine, das ist ja so der Rand. Verteidigung ist besser, glaube ich, hier, ne? Ja. Ist ja so ein bisschen der Rand unseres Gebiets da an der Stelle. Also noch momentan. So, als nächstes brauche ich... Ich brauche echt mehr Holz. Ah, warte auf Spieler Basti. Oh Gott, bist du da? Hallo? Was denn? Bist du noch da? Du standst gerade bei mir, dass ich auf dich warte. Also, nee, ich bin da. Gott sei Dank. So, ich brauche mehr Holz. Ich hatte mehr nur Holz. Kurz einen Leck. Mehr Holz, mehr Holz. Okay, na, das ist ja dann in Ordnung. Ich bin bereit. Oh, ein paar meiner Soldaten sind aber noch da. Dann können die auch gleich mitkämpfen. Ah, wo wollen die hin? Bleibt hier! Die Lindwürmer fliehen. Ich schicke mal meine paar Soldaten, die hier noch am Portal standen, schicke ich mal noch mit. Ein Gebäude wurde errichtet. Das wird einfach.
Schaltet sie auf. So, dann haben wir die Lindwürmer auch. Ich nehme noch ein bisschen Erfahrungspunkte mit. Sehr schön. Gut. Das war schön. Erste Folge lief gut. Wir machen einen kurzen Cut. Dann geht's direkt morgen weiter mit der zweiten Hälfte von diesem Match, wo wir hoffentlich den Gegner bezwingen können. Sind ja auch nur zwei leichte, aber wer sich an meine Beta-Erfahrung erinnert, aus der Beta von Spellforce 3, da habe ich auch gegen leichte Gegner gekämpft und bin untergegangen nach einer Stunde Spiel. Der wird sich fragen, ob ich das diesmal schaffe. Aber diesmal habe ich ja Basti an meiner Seite und bin nicht alleine. Ja. Guti, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao.